Die NATO hat in ihrer jüngsten Presseerklärung vom 22.10. zur Öffnung der CTF Baltic getitelt: NATO Established Commander Task Force Baltic. Also NATO setzt Stab für CTF Baltic ein. Jetzt hatte allerdings der Verteidigungsminister am 21. Oktober anlässlich der Einweihung besagter Kommandozentrale sehr explizit gesagt, dies sei ein rein deutsches Hauptquartier. Und Ihr Haus hat ja gestern nochmal nachgelegt via X und erklärt, die ausländischen Soldaten ständen alle unter deutschem Kommando. Da würde mich zunächst interessieren, ist das auch sonst üblich bei deutschen Hauptquartieren und Dienststellen, dass die NATO diese einsetzt? Könnten Sie uns das da mal aufklären? Sehr gerne. Wir haben ja schon auch gestern einiges an diplomatischen Dingen wahrgenommen. Nun ist das ja so, dass der russische Propagandaapparat eben tun muss, was Putin vorgibt. Wir haben da deutlich mehr Freiheiten und ich kann die Fakten gerne hier nochmal zusammenfassen, um diese Freiheiten dann auch gut zu nutzen. Sie haben die NATO-Pressemitteilung richtig zitiert, Established Commander. Und genauso haben wir das ja auch bezeichnet, dass wir die Aufgabe Commander Task Force für die NATO wahrnehmen und dazu einen Teil des Marinekommandos in Rostock zur Erfüllung dieser Aufgabe dann auch beauftragen. Es ist also eine Aufgabe, die das Marinekommando in Rostock wahrnimmt. Es ist keine NATO-Struktur. Zu Ihrer Frage, ob das üblich ist, ja, in fast jedem größeren Kommando befinden sich Austauschoffiziere, Verbindungsoffizierinnen, die auf einem bestimmten Status dann diese Aufgaben wahrnehmen. Und das ist auch eindeutig im 2+4-Vertrag so, dass das statthaft ist. Der 2+4-Vertrag, da zielt ja häufig die Kritik darauf, regelt eben nur die Stationierung von Truppenkörpern unter ausländischem Kommando in dem ehemaligen Gebiet der DDR. Und das ist eindeutig nicht der Fall. Also beide Fragen kann ich ganz eindeutig beantworten. Ein Verstoß gegen 2+4 ist falsch. Das ist Fake News. Es ist gelebte Praxis, dass in deutschen Hauptquartieren, die sich auf dem Gebiet der ehemaligen DDR befinden, Austauschoffiziere mit integriert werden. Das ist gängige Praxis im gesamten NATO-Bündnis, dass wir uns ständig auf dem Laufenden halten und dazu auch Personal austauschen, um die gegenseitige Praxis in den militärischen Dingen eben auch kennenzulernen und uns gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Die NATO hat das eben beschrieben mit Established Commander. Da ist es wichtig, Commander nicht mit Command zu verwechseln. Und das ist eben eine Aufgabe, die wir für die NATO übernehmen. Auch das ist richtig und gut. Und damit hoffe ich, zur Klärung beigetragen zu haben. Nachfrage. Noch eine Nachfrage bezüglich just dieser PM der NATO. Dort wird auch erwähnt, dass die Gesamtführung des Kommandos alle 4 Jahre zwischen Schweden, Polen und Deutschland wechselt. Da würde mich noch interessieren, wenn dann in 4 Jahren ein polnischer Admiral oder ein schwedischer die Führung des CTF übernimmt, wäre das in der Logik der Bundeswehr dann auch weiterhin ein deutsches Hauptquartier unter deutschem Befehl? Sie haben es ja eben wieder falsch wiedergegeben, wenn ich das so sagen darf und so direkt. Es wechselt nicht das Command, sondern der oder die Commander. Das heißt, es zeigt eine Nation an, die Aufgabe zu übernehmen und dann geschieht ein Wechsel, so wie das routinemäßig in der NATO immer geschieht. Das ist keine Rotation von Kräften und keine Rotation von Strukturen, sondern es ist eine Rotation in der Wahrnehmung der Aufgabe. So kann es sein, dass wenn Schweden in 4 Jahren diese Aufgabe übernimmt, dass Schweden dann sagt, und wir würden das gerne von unserem Teil des Hauptquartiers von mir aus in Stockholm wahrnehmen. Es ist nicht am Ort gebunden. Es ist eine Aufgabe, die von einer Nation für die NATO übernommen wird. Es ist keine Errichtung eines Hauptquartiers, einer Struktur, eines Truppenkörpers. Das versuchte ich deutlich zu machen und wenn es dazu Fragen gibt, gerne jetzt hierher damit wir das hier abräumen.